Scheiße, wollte mich überfahren, Leute. Mal sehen. Parkt sie wie eine Eins? Nee, parkt sie nicht. Hallo Leute, ich wollte eigentlich diesen Vlog schon vorher anfangen. Leider habe ich alles wieder so aufgenommen und ich kann sie nicht verwenden. So, auf jeden Fall waren wir jetzt beim Fitness mit Genie. Und jetzt fahren wir wieder weg, weil ich muss noch für meine Mutter ein Oberteil wechseln. Dann muss ich für meine Mutter ein Kleid kaufen, für mich eine Hose und... Und die muss Fußball gucken. Was? Ja, und die hier muss Fußball gucken. Die lässt mich einfach alleine. Sorry. Nee, Spaß. Auf jeden Fall so. Ja, ich melde mich einfach später nochmal. Wir sind jetzt im Auto, wir fahren jetzt raus. Und dafür muss sie einfach 10-mal im Kreis fahren. Ich helfe euch mal jetzt diese BMW-Aktion. Ich blende euch das gleich ein, was für eine Aktion das war, dass wir überhaupt hier reinkommen. Der hat gerade von allen Geld gesammelt, weil er sein Parkticket nicht bezahlen wollte. Ich gucke in den ganzen Aufnahmen immer nach da, weil ich gucke nie Richtung Kamera. Ich muss das noch lernen, Leute. Oh mein Gott. Yes, dann treffe ich mich heute noch kurz mit Florim, aber er muss heute noch arbeiten. Aber ihr werdet ihn ganz kurz sehen. Ich habe mich nämlich mit ihm unterhalten und wir haben das jetzt so abgemacht, dass ich auch alleine Vlogs mache für YouTube. Und weil ansonsten haben wir keinen Content, also keine Videos, und Vlogs sind einfach viel besser zu drehen alleine anstatt Challenges. Deswegen machen wir das jetzt so. Aber ich bin immer wieder für eine Challenge bereit. Ja. Das war's. Was? Jetzt schon wieder oder was? Ich bleib einfach stecken. Das ist sein Ernst. Leute, ich stecke hier die Kennzeichen ab, aber irgendwie... ja, ich seh's. Aber... Aber irgendwie stehen wir hier jetzt, weil diesmal kein BMW, sondern ein Audi nicht bezahlen will, glaube ich. Ja, also wir sind jetzt doch, also wir konnten jetzt doch rausfahren. Irgendwas hat einfach nicht geklappt, oder? Yes! Boah, du richtiger richtiger. Hast du gesehen, was für ein Alter? Mit seinem kleinen Smart sitzt wahrscheinlich in der Bank. Denkt, er wäre keine Ahnung was und kann nicht mal Danke sagen. Sag doch einfach Danke. So, ich habe eigentlich die Vorfahrt. Oder hatte ich Vorfahrt? Ist ja auch egal. Aber es geht ums Prinzip. So, sag doch einfach Danke. Ich glaube, das war eine Kreuzung. Also diese rechts vor links Kreuzung. Eben. Ja, okay, wenn ich links abbiege, hat er links. Aber warte, wo ist er? Ja, er ist rechts. Aber trotzdem. Egal, ob ich recht habe oder nicht recht habe. Dieses Beispiel ist ein kleines von so viel. Man ist so oft nett und sagt, weißt du was, komm hier, Frau, Mann, egal, komm. Trotzdem sagen nicht Danke. Oder immer dieses Reißverschlussverfahren reinlassen. Boah! Zu rüber? Oh nein. Ja. Gerne. Siehst du, sie ist süß. Sie bedankt sich, damit ich sie nicht überfahre. Direkt mein Rollkragen hoch. Wir müssen unser Doppelkinn verstecken, Leute. Wir können ein Spiel spielen. Was denn? Wir sagen Wörter. Und der Buchstabe, der endet, muss der Anfangsbuchstabe des nächsten Wortes sein. Okay, Affe. Esel. Libelle. Elektrofahrzeug. Mit K? Fahrzeug. Ja. Mit G. Ah, mit G. Peinlich. Peinlich. Ich glaube, das ist die lustigste Challenge von allen. Sie sagt doch mit K, ich sag Fahrzeug. Sind wir jetzt da? Renault Zuros. Mit S jetzt? Ja, kommt schon Renault. Keine Ahnung. Oh. mit S. Oh.
Okay, Leute, ich bin jetzt sowieso da. Also wir sind jetzt da. Ich muss jetzt aussteigen. Also sagt tschüss zu der lieben Genie. Tschüss, Gina. So, ich bin jetzt hier an der U-Bahn. Ich warte jetzt auf meine U-Bahn. Die sollte eigentlich schon längst da sein, aber jetzt steht auf einer 3 Minuten dran. Und meine Nase juckt. Ja, ist halt ein bisschen blöd. Aber kriegen wir hin. Leute, ich habe mich gerade mit Florian getroffen. Da ist einfach ein Weihnachtsmarkt. Und er ist hier. Ich war seit 4 Jahren nicht mehr beim Friseur. Ist egal. Jetzt gehen wir schnell zu New Yorker. Und ja. Leute, das sieht so hell aus, aber ja, also es ist auch hell. Da sind Lichter. Nein, doch. Florian sagt gerade euch zu, so als wären wir noch nie da gewesen. Ich weiß, aber es sieht halt einfach jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, krass aus. So, wir sind jetzt in der Regio drin. Wir fahren jetzt nach Alexanderplatz. Also zu oder nach Alexanderplatz? Nee. Nach Alexanderplatz. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich habe keine AirPods drin. Und ja, den Rest nehmen wir dann da auf, oder? Hallo. Du musst hier in die Kamera gucken. Hallo. Gerade sind wir am Hauptbahnhof und ich falle. Flo rennt die ganze Zeit, deswegen komme ich nicht hinterher. Ja. Also wir sind leider mit leeren Händen rausgegangen. Jetzt treffen wir uns mit einer anderen Freundin und dann gehen wir alle zusammen zu mir. Wir warten jetzt auf meine Freundin, sie holt uns doch von hier ab. Ich dachte, das ist ihr Auto. Ja. Und ich habe gerade herausgefunden, dass Florio einfach ganz und gar nicht romantisch ist. Ich war seit 4 Jahren nicht beim Friseur. Zum zweiten Mal. Ja. Das habe ich vorhin schon gesagt. Leute, wie sehe ich aus mit einem unordentlichen Pferdeschwanz? Super. Oder? Sieht doch gut aus, oder? Es läuft. Ja, es ist arschkalt. Ich friere mir den Arsch ab. Ich habe extra so diese lange Jacke angezogen, weil ich dachte so, ja, okay, da drunter kann ich aussehen wie so ein Penner. Das interessiert ja niemanden. Oder beziehungsweise das sieht niemand. Aber diese Jacke, die hält irgendwie nicht mehr warm. Ich weiß nicht, die hat davor warm gehalten, aber jetzt nicht mehr. Ja, aber die hat davor warm gehalten. Oh, mir ist so kalt. Brrr. Brrr. Und dann machst du so. Warte, du machst sogar bis oben zu. So. Dann machst du die Knöpfe auch noch zu, damit die Kälte auch nicht nach innen begeben kann. Und dann bist du so. Ach, mir ist so warm. Und gut sehe ich auch noch aus. Jetzt bei, wie machst man tankt. Rein, drückst da auf Liter, guckst du, wie viel du möchtest.
und dann stoppst du. Bei den Preisen würde ich bei 20 Euro stoppen. Ungefähr. Reicht zwar nicht lang, aber naja. Und ganz dann? Easy. Und wie dann hörst du auf? Was? Wie das hörst zeige du ich auf? Dir gleich. Wir machen noch ein bisschen. Sonst musst du mal schnell wieder herkommen. Oh, das riecht voll lecker. Ich weiß nicht. Also nicht lecker, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ich nicht. Wir machen mal 25 Euro ausnahmsweise. Achso. Ich dachte, du bist schon längst bei 40 jetzt oder so. Jetzt ziehst du einfach raus. Einfach raus. Einfach raus. So, wir sind... Also sie stirbt einfach. Wir sind jetzt bei Kaufland Nein, einkaufen. Wir sind fett. Zeig mal, ey, deine Kamera ist ja gut. Ja. So, so sieht erstmal unser Einkauf aus. Nur aus Schokolade und Chips bestehend. Wir brauchen Basmati-Reis. Ja, auf jeden Fall. Wo finden wir das denn? Was wir heute essen. Wir essen heute Hinde, also Truthahnfleisch. Hallo, was auf. Wir essen heute Truthahnfleisch mit Reis und Salat. Ja. Willst du den Salat heute machen? Ja. Okay. Die liebe Gülkan. Ich glaube, ist es da oder hier? Ja. Achso. Achso. Ich laufe einfach. Wie teuer ist denn der? 2,50. Tschüss. Mann, ist das ein stolzer Preis. Stolzer Preis. Einfach bei Lidl kosten die 1 irgendwas. Ich würde sagen, wir kaufen es. Dann geh doch zu Netto. Nein, Spaß. Oder? Was ist das hier? Ist auch Basmati-Reis. Dann lass den nehmen. Oh. So Mini oder was? So Mini oder was? Ja, das ist Bio. Digga. Danke. Nimm Duftreis. Nein, nimm jetzt einfach den. Ganz ehrlich. Einfach 2,50 für eine Packung Basmati-Reis. Was sagst du das? Ich nehme auch, weil wir sind auf Diät. Warum sind wir auf Diät? Weil wir fett sind. Warum sind die hier drin? Das darf man. Nein, darfst du nicht. Doch. Leute. Ich will was sagen. Hallo. Nein, darfst du nicht. Ist unser fett heiß und fett sexy. Nein, darfst du nicht. Ist unser Insider, Leute. Dieses Nein, darfst du nicht. Was war nochmal mit Diät? Ich darf das. Aber dasselbe sieht auch, also hier sieht es auch nicht gerade besser aus. Ich darf nicht. Außer die hier. Die sind zuckerfrei, Leute. Könnt ihr kaufen. Und die. Die nicht, hat gerade Florin gesagt. Das ist zu viel. Für wen haben wir eingekauft? Wieder eklig, die Alte. Also, guck mal, mein Öl ist verdreckt. Ja, ist klar. Das sieht schon mal nicht gut aus. Wir haben auch Angst zu machen. Hä? Warum Angst? Du musst und einfach wechseln. Rein? Ja. Und jetzt gucken wir, ob es noch viel ist. Ich sehe überhaupt nichts in dem Licht. Ich sehe auch nichts. Ich sehe ja Öl, aber bis wohin muss es sein? Ja, bis zu dem roten. Also bis zum Orangen. Digga. Du machst uns dreckig. Mach mal da Blitz. Es ist Blitz. Das ist das Problem. Ist genug drin? Es ist genug drin, aber es ist halt alt. Alt? Ja. Das ist nicht gut. Es ist halt kein frisches Öl. Deshalb musst du es wechseln. Wann hast du das letzte Mal gewechselt? Ja, ein Jahr. Ja, okay, ist eigentlich... So Leute, meine Mutter hat lecker gekocht. Das ist Truthahn mit Reis und irgendwelchen Gewürzen. Ich weiß nicht. Ihr ist so schön angerichtet. Aber bei mir hatte ich gar keinen Bock und Florian wollte ganz schnell. Und den Salat hat sie gemacht. Ja.